Shaucha heißt Reinheit, Shaucha heißt Reinigung. Shaucha ist auch ein Reinigungsritual. Shaucha gehört auch zu den fünf Niyamas. Patanjali, der große Yogameister, hat ja im zweiten Kapitel die Ashtangas beschrieben, die acht Teile, die acht Glieder des Yogas. Diese sind Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi. An zweiter Stelle sind eben die Niyamas. Und die Niyamas bestehen aus Shaucha, Reinigung, Santosha, Zufriedenheit, dann folgt Tapas, Disziplin, dann Svadhyaya, Selbststudium und Ishvara Pranidhana, Hingabe an Gott. Als erstes ist dort Shaucha, die Reinigung. Reinigung von Körper, Geist und Seele, auch Reinigung von Gedanken, Worte und Tat. Shaucha heißt also Reinheit. Shaucha heißt zum einen, dass du dich rein ernährst, dass du also auf Fleisch verzichtest, auf alkoholische Getränke verzichtest, auf Fisch verzichtest, auf Milchprodukte verzichtest. All das gehört zu Shaucha, zu einer inneren Reinigung. Auch ansonsten halte deine Ernährung so natürlich wie möglich. Shaucha kann auch heißen, Reinigungsübungen, die Kriyas zu üben. Shaucha kann heißen, Asanas und Pranayama zu üben. Shaucha heißt auch meditieren. Shaucha heißt auch ethische Reinheit. Shaucha kann auch heißen, dass du in deinem äußeren Verhalten Reinheit übst. Gibt da ja auch in verschiedenen spirituellen Traditionen auch Vorschriften für die Reinigung. Zum Beispiel in Indien gibt es die Vorschrift, dass man jeden Tag baden soll. Was gerade in diesem heißen Klima wichtig ist, da sind die Menschen entweder in einen großen Teich gegangen oder in einen Fluss. Und Shaucha kann auch heißen, die Zähne putzen, Hygiene und so weiter. Manchmal heißt auch Shaucha, eine körperlich angemessene Kleidung zu tragen. Das ist zum Beispiel bei den Moslems der Grund, weshalb sie ein Kopftuch oder einen Schleier tragen, um eben reine Gedanken im Gegenüber zu helfen. Ich bin jetzt kein Fan vom Schleier, auch wenn ich jetzt gerade mal ein Kopftuch aufhabe, um auch mal auf diese Weise Shaucha zu demonstrieren. Aber es gilt auch den Sinn, die Sinnhaftigkeit nachvollziehen zu können. Gut, Shaucha, also Reinheit, Shaucha, Reinigung, Shaucha auch Reinigungsritual. In Indien gibt es auch alle möglichen Gründe, weshalb man irgendwo unrein sein könnte. Und dann gilt es, Shauchas zu üben, Reinigungsrituale, um wieder in einen Zustand der rituellen Reinheit zu kommen. Da wird es manchmal etwas abergläubig, da wird es manchmal etwas eigenartig. Dennoch das Grundprinzip, ein reines Leben zu führen, reines Denken, Handeln und auch Sprechen, ist etwas, was dem spirituellen Weg und auch der Zufriedenheit, dem inneren Glück sehr förderlich ist und auch dem Zusammenleben der Menschen. Shaucha, also Reinheit, Reinigung.